Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, alle Achtung, da muss man erst mal drauf kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, einen solchen Antrag und dann auch noch zu einem solchen Zeitpunkt. Nach einer rund fünfjährigen Aufstellungsphase, so transparent wie noch nie in der Geschichte der Landesplanung und ohne das Ergebnis der zweiten Auslegungsphase abwarten zu wollen, den LEP-Entwurf und damit den LEP mal eben faktisch zu beerdigen, kurz vor dessen Verabschiedung, das ist schon eine Nummer, das muss ich Ihnen lassen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man schon in der eigenen Regierungszeit bis 2010 in der Fortschreibung der Landesplanung nicht viel zustande gebracht hat, bis heute nur wenige substanzielle Vorschläge hat einfließen lassen, die einer fachlichen und objektiven Bewertung standhalten, dann sollte man sich schon überlegen, eine solche Forderung rauszuhauen. Sie haben Ihren Entwurf 2008 kurz vor der Fertigstellung beerdigt. Sie werden wissen, warum. Ich glaube, Sie nehmen nicht ernsthaft an, dass ein solches Ansinnen zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor der abschließenden Auswertung der zweiten Beteiligungsrunde eine überzeugende Wirkung entfaltet. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat aus meiner Sicht mit einer seriösen Fachpolitik nicht viel zu tun. Bevor ich zu einigen Ihrer Begründungsansätze komme, lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal deutlich formulieren. Wir reden heute über den Landesentwicklungsplan. Und ein solcher regelt die nun mal unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum und bestimmt den Rahmen für die nachgeordnete Regionalplanung und die kommunale Bauleitplanung für die zukünftige räumliche Entwicklung. Der Landesentwicklungsplan ist eben kein ausschließlicher Wirtschaftsentwicklungsplan und somit kein Wunschkatalog für die Wirtschaftsverbände, auch nicht für die Umweltverbände, sondern das Ergebnis einer fachlichen Beratung aller zu berücksichtigenden Faktoren. Und da spielen natürlich die wirtschaftlichen Entwicklungsüberlegungen eine wichtige und eine bedeutende Rolle. Das Thema Wirtschaft bekommt erstmalig ein eigenes Kapitel im LEP. NRW ist und bleibt als industrielle Herzkammer Deutschlands ein Wirtschaftsstandort, und diesem Anspruch wird diese Landesregierung durch den LEP auch gerecht. Schauen Sie sich mal die Stellungnahmen der IHK und selbst der Clearingstelle der Mittelstandsvereinigung an. Sie erkennen dies in Ihren Stellungnahmen an. FDP und CDU scheinen da anscheinend unüberwindbare Hindernisse beizuhaben. Nur, wo sind Ihre Visionen für die räumliche Entwicklung, gerade auch aus Sicht der Wirtschaft? Ich sehe da nicht viel. Zu Ihren Handlungsansätzen. Sie kritisieren, dass das bisherige 5-Hektar-Ziel in einen Grundsatz umgewandelt werden soll. Im nächsten Satz führen Sie aus, dass es richtig sei, dass die Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht und flächensparend zu erfolgen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie passt das zusammen, dass diese selbst von Ihnen erkannte Notwendigkeit sich dann noch nicht einmal in einem der Abwägung unterworfenen Grundsatz wiederfinden kann? Das ist fachlich und das ist formal völlig daneben. Bedarfsgerecht bedeutet allgemein verständlich nicht zu viel und nicht zu wenig Flächen. Nahezu alle Bundesländer haben gleichlautende Regelungen in ihren Landesentwicklungsplänen zum Flächenverbrauch verankert. Nennen Ihnen gerne die Zahlen. Rheinland-Pfalz nennt ein Flächensparziel von 1,5 Hektar am Tag. Niedersachsen und Baden-Württemberg 3 Hektar am Tag. Sachsen 2, Hessen 3,6 Hektar in 2010 und 2,5 Hektar am Tag in 2020. Ziel oder jetzt formal korrekt ausgedrückt, ein Grundsatz sollte es sein, in NRW den Flächenverbrauch auf 5 Hektar bis 2020 zu verringern. Ich denke, dass, und selbst das ist für Sie zu viel. In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 hat sich die Bundesregierung verpflichtet, den täglichen Anstieg des Flächenverbrauchs auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Alle nachfolgenden Bundesregierungen verfolgen seitdem dieses Ziel uneingeschränkt. Ihr Hinweis zu den Berechnungsgrundlagen sachlich nachvollziehbar. Darüber kann man sich gerne auch noch mal hinterher austauschen. Dass wir uns nun in Richtung einer landesweiten Regelung zur Ermittlung des Flächenbedarfs aufmachen, das kann doch allen Ernstes bei aller politischen Ideologie nicht kritisiert werden. Zu lange und zu unterschiedlich haben die Regionalplanungsbehörden agiert.
Das wissen Sie so gut wie ich. Siedlungsflächenmonitoring aus meiner Sicht bietet die Chance, flexibel auf Bedarfsänderungen reagieren zu können. Ich komme zu Ihrer Forderung für die Flughäfen anlässlich wettbewerbsfähiger Entwicklungen. Ich nehme an, Sie kennen die Wirtschaftsdaten insbesondere für Dortmund aus dem vergangenen Jahr. Es hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl unternehmerischer Fehlentscheidungen gegeben. Es ist weder Aufgabe des LEP, diese zu korrigieren, noch diese fortzuschreiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.